Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Captain of Industries. Ich starte auch die Zeit gleich mal wieder. Und dann haben wir ja in der letzten Folge festgestellt, dass wir Wasser oder Regen brauchen. Bodengleichgewicht ist bei 47,5%. Fruchtbarkeit steckt gerade an, ja. Das ist gut. Jetzt brauchen wir aber hierfür noch Wasser. Wie kriegen wir Wasser ran? Brauchen wir definitiv eine Rohrleitung. Jetzt ist halt die Frage, von wo können wir Wasser holen? Schauen wir dafür einmal in die Forschung. Betonherstellung. Regenwassersammler. Sammelt Regenwasser bei Regen. Besitzt einen eingebauten kleinen Wassertank. Brecher zerkleinert Erze. In Drehrohrofen. Fahrzeuge und Bergbau, Energiegewinnung. Normaler Diesel, synthetisches Gummi. Fahrzeugrampen. Lager, Schüttgutlager. Ja, da brauchen wir dann wohl die Betonherstellung. Ist noch gesperrt. Dafür brauchen wir Fahrzeuge und Bergbau. Energieversorgung und Wartung, für das wir Konstruktion brauchen. Hier, Leuchtfeuer. Starkes Licht hilft anderen Flüchtlingen, Reinsätze finden und sich mit ihnen anzuschließen. Dies kann ihnen helfen, mehr Arbeiter und zusätzlich etwas Beute zu bekommen. Naja. Oh, regnerisch. Bodenfeuchte ist gut. 51 Kartoffeln in 2,9 Monaten. Ein Monat sind 60 Zeiteinheiten. Also gut. Ja, dann können wir auch hier unsere Lager auffüllen. Müssen natürlich noch andere Sachen anbieten dann. Oh, man sieht sogar schon, wie es wächst. Na, dichter kann ich nicht ran. Grundlegende Landwirtschaft. Achso, und Labor ist bereit. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten Forschungslabor, Kapitän. Sie sollten Farmen erforschen und bauen, haben wir, bevor unsere Nahrungsvorräte zur Neige gehen. Stellen Sie sicher, dass sie früh genug zu bauen, da es dauert, die Pflanzen wachsen zu lassen. Ja, fast 3 Monate. Wenn Ihnen die Arbeiter ausgehen, sollten Sie mehr Leute auf Ihre Insel bringen, indem Sie ein Leuchtfeuer bauen. Flüchtlinge, die über das Leuchtfeuer zu uns kommen, bringen auch wertvolle Ressourcen mit. Behalten Sie auch den Vorrat an Konstruktionsteilen im Auge und bauen Sie eine Montage manuell, um sie zu produzieren. Wenn Sie Ihre Forschung beschleunigen müssen, können Sie mehr Forschungslabore bauen. Vergessen Sie aber nicht, dass deren Betrieb Einigkeit kostet. Einigkeit entsteht in Siedlungen, wenn es Menschen gut geht und sie glücklich sind. Kann aber abnehmen, wenn ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Sie können die Siedlung besuchen, um die Details zu sehen. Ja, das kann ich ja hier oben. Wir machen aktuell 3 Einigkeit. Plus 1,28 pro Monat. Das ist doch gut. Und ein Forschungslabor kostet 0,25. Dann sollten wir wohl mal eine manuelle Montage erforschen. Ist in Position 3. Handelsdock haben wir ja schon mal gleich. Danach kommt Fahrzeug und Bergbau und dann können wir auch schon die Konstruktion bauen. Abgeschlossen, Handelsdock. Genau, 180 Einheiten eines festen Produkts. Dorthin bitte. Obwohl.
Nee. Zählt kopieren, abreißen. Stilllegung, Einigkeit, Ebenen, Planung. Achso, jetzt bin ich im Planungsmodus. Ich würde das ja am liebsten hier hinbauen, aber wir haben noch keinen Transport für Feststoffe. Naja, Stilllegungswerkzeug. Und jetzt sollte es gebaut werden, genau. Brauchen wir 30 Konstruktionsmaterialien. Wir haben noch 203. Entschuldigung. Oh, es ist ein Einwohner dazu gekommen. Das ist schon mal schön. Oder wir bekommen momentan monatlich oder wie schnell auch immer Einwohner dazu. 210 Kapazität haben wir. Vier Arbeiter, drei Müll, ist zu 2% gefüllt. Das heißt, als nächstes brauchen wir Fahrzeuge und Bergbau wird hoch. Jetzt gerade gemacht. Ja, danach kommt dann Konstruktion. Ah, okay, die sind jetzt zu so 15,8% fertig. Glaube ich. Okay. Also je schlechter die permanente Wasser- und Düngerversorgung ist, umso schlechter wächst das Zeug hier. Ja, es ist gerade bewölkt, das heißt, es könnte bald regnen. Ich frag mich ja, wie das Spiel in Zukunft so wird, wenn dann auch die ersten Mods entstehen und sowas. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass manche Gebäude dann umdesignt werden, LKWs kriegen ein anderes Aussehen, dass sie zum Beispiel wie Hovercrafts aussehen oder sowas. Alles hochmodern, alles im mittelalterlichen Stil, was weiß ich. Kann man bestimmt einiges mitmachen. Gerade irgendwas im Hintergrund gehört, was merkwürdig war. Naja. So, das Stücklager ist ja gebaut, genau. Ja, und hier drin ist jetzt Eisen. 88 von 180 Einheiten. Darum kann ich auch klicken. Das hier dauert leider noch ein Stück, weil wir dafür auch erst Elektrizität und Wartung brauchen oder Energieversorgung und Wartung. Was brauche ich eigentlich, um das Zeug zu bauen? Beton, okay. Also Eisen, Holz und Beton ergibt Konstruktionsteile. Dann kann ich aus Eisen mechanische Teile machen. Und aus Gummi und Kupfer kann ich Elektronik herstellen. Okay, der verbraucht sehr schnell Wasser. Dann werde ich mal...
Ich würde gerne. Also mit Cs kopieren. So, machen wir vier davon. Ich hoffe, das funktioniert, obwohl dich werde ich erstmal pausieren. Dann machen wir erstmal eins. Nicht, dass uns hier die Konstruktionsteile ausgehen, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel es kostet, so eine Halle zu bauen. Das steht ja auch leider nicht mit da. Das könnte nämlich ein Problem darstellen, wenn wir keine Konstruktionsteile mehr für die Halle haben. Wir haben auch noch 20 Monate Vorrat an Essen und noch 45 Arbeiter, die verfügbar sind. Das Statistikfenster hier oben ist gut gemacht. Ah, es wurde jetzt auch schon was geerntet. 104 Einheiten kann der lagern und jetzt ist er wieder leer. Und jetzt wird hier wieder aufgefüllt. Sehr schön. Und damit haben wir jetzt für 28 Monate Essen. Okay, gibt nur Kartoffeln. Oh. Toll, ich habe den eingebaut. Toll. Ah. Das ist natürlich doof. Davon muss man natürlich wissen, wie viel Platz wird benötigt. So, der kann jetzt wieder fahren. Halt. Na, wie breit ist denn so ein LKW? Ich mal vier Plätze frei dazwischen. Ja, mit Pfeiltasten kann man auch steuern. Sehr schön. So, Fahrzeuge und Bergbau, Fahrzeugdepot und kleiner Bagger. Schlacke und geschmolztes Eisen, den ich aus Eisenerz mache. Ja, und Fahrzeugteile machen wir aus den drei, die wir hier durch Konstruktion erhalten. Eigentlich könnte ich das Forschungszeug auch wie so eine Siedlung hier hinten irgendwo einrichten. Ah, der hat schon wieder was gelagert. Also Nahrung sollten wir jetzt erstmal rankriegen. 25 Monate haben wir noch.
Das heißt, jetzt kommt Konstruktion und danach Energieversorgung und Wartung und dann Betonherstellung. Und dann können wir endlich die Regenwassersammler bauen. Ah, Wasser brauche ich ja sowieso. Konstruktionszeit 2. Ah, hier Förderbänder. Also U-förmig für Schüttgut und flach für feste Produkte. Ah, Wasserwerk. Rundwasserpumpe. Liefert 8 Einheiten Wasser alle 10 Sekunden. Tankstelle, die brauchen wir dann auch überall. Effizienter Beton, kriegen wir Beton schneller ran. Ein Ausgleicher. Verteiler. Sortieren. Forschungslabor 2. Verbesserte Unterkünfte. Ah, hier Hygiene. Quarantäne. 20% der gesamten Bevölkerung unter Quarantäne stellen, um die Auswirkungen einer anhaltenden Krankheit um 40% zu reduzieren. Ja. Naja, Maisanbau. Da kann ich dann zum Beispiel endlich Mais. Hier kriege ich Weizensaat. Hier ist Gemüse. Ah, Fruchtfolge. Möglich die Einrichtung einer Fruchtfolge für Farben kann verwendet werden, um den Ertrag der Farben zu steigern. Was war das? Bergbau und verkippen. Naja, so kann ich dann anfangen, was abzubauen. Mit Bergbau und Verkippen können Sie das Gelände auf der Insel nach Ihren Wünschen gestalten. Sie können Material entfernen, indem Sie es mit Ihren Baggern abbauen lassen, oder Material hinzufügen, indem Sie es mit Lastwagen verkippen lassen. Das Verkippen kann überall auf der Insel durchgeführt werden. Der Bergbau erfordert jedoch die Kennzeichnung eines Gebiets, welches von einem Bergbaukontrollturm verwaltet wird. Unbrauchbares Material, zum Beispiel Erde, wird auf dem Gelände verkippt, sofern Verkippungsgebiete vorhanden sind. Um das Gebiet für den Bergbau zu kennzeichnen, wählen Sie das Werkzeug für den Bergbau im unteren Menü. Sie können zwischen Flach- oder Rampen wählen. Bergbaugebiete müssen auf oder über dem Gelände beginnen, sonst sind sie für Ihre Bagger nicht erreichbar. Wenn ein Gebiet nicht erreichbar ist, wird eine rote Linie angezeigt. Wenn um ein ausgewiesenes Gebiet herum rote Linien sind, bedeutet das, dass es nicht abgebaut werden kann. Die Zahlen auf den Gebieten geben die Höhe relativ zum Meer an. Unten sehen Sie ein Beispiel für ein gültiges Gebiet, das von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von minus 2 reicht. Um ein gültiges Gebiet, welches in der Tiefe minus 2 liegt, aber nicht bis zum Gelände oder darüber hinaus reicht und daher nicht abgebaut werden kann. Unterer Teil des Bildes. Naja, hier müsste er halt auf minus 2 anfangen, kann er aber nicht, weil er ja bei plus 1 liegt. Baugebiete des Bergwerks. Sie können nun im Einsatzgebiet eines Bergbaukontrollturms abbauen. Sie können das Einsatzgebiet immer bearbeiten, indem Sie auf den Turm klicken und Bereich Editieren auswählen, wie im Video unten gezeigt. Ich finde das sehr schön, dass die diese kleinen Videotutorials haben. Jedes Gebietsfeld kann jeweils nur von einem Bagger abgebaut werden. Vergewissern Sie sich, dass genügend Gebiete zum Abbau zur Verfügung stehen, wenn Sie mehrere Bagger haben. Einrasten von Gebieten. Wenn Sie ein Gebiet neben ein bereits vorhandenes Gebiet sitzen, rastet die aktuelle Markierung auf der Höhe der vorhandenen Markierung ein. Das hilft, zusammenhängende Bereiche zu schaffen und kann zum einfachen Abbau von Rampen verwendet werden, wie im Video unten gezeigt. Ja, damit würde halt, auch wenn man jetzt bei plus 2 ist, würde er dort auf minus 1 springen. Ressourcenübersicht. Sie können die verschiedenen verfügbaren Ressourcen sehen, indem Sie das Ressourcen-Overlay in der unteren linken Ecke des Bildschirms umschalten. Unten links. Das hier? Ne, das wäre hier. Ne. Verkippungsgebiete sind den Bergbaugebieten sehr ähnlich. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie bei Verkippungsgebieten keinen Bergbaukontrollturm benötigen. Es ist wichtig zu wissen,
dass Verkleppungsgebiete auf oder unter dem Gelände beginnen sollen. Sonst können sie nicht von Lastwagen angefahren werden. Ja, der kann schlecht auf 6 Meter Höhe anfangen abzukippen. Sie können Verkippen nutzen, um unerwünschte Produkte aus dem Bergbau loszuwerden, wie zum Beispiel Erde. Einige Produktionsanlagen produzieren auch Nebenprodukte wie Schlacke aus Schmelzöfen, die ebenfalls auf das Gelände verkippt werden können. Ja, und dann... Ah, das hier scheint dieses Ressourcen-Overlay zu sein. Hier haben wir Kalkstein. Klar, Sand. Ah, hier Grundwasser. Haben wir hier an den Stellen... Hier scheinen wir Kohle... Ne, Rohöl. Zu haben. Hier ist Kohle. Hier, wie ich gesagt habe, Kupfer. Hier drüben haben wir Eisen. Gold. Und hier hinten nochmal Eisen. Ich habe die Farm jetzt natürlich genau auf Grundwasser gebaut. Aber es macht ja nichts. Das heißt, wir können hier anfangen, einen Kohlebergbau zu errichten. Das klingt doch schon mal nach was. Bei meiner Energieversorgung und Wartung. Das heißt, ich habe schon die manuelle Montage. Das werde ich mal hier so hinbauen. Muss zwar dann immer noch mit LKW beliefert werden, aber dafür haben wir schon mal eine kleine Produktion. Na, wo bleibt er? Na, da kommen sie doch. Gut, und der kommt da auch raus. 25 braucht das Ding. So, Konstruktionsteile will ich herstellen. Dafür brauche ich aber Beton. Wo habe ich denn hier... Ah ne, Beton muss ich ja erst noch machen. Stimmt, das war ja hier Betonherstellung. Das kommt ja erst noch. Probieren wir mal die... Spulmechanik. Ja, da sieht man schon, wie es vorangeht. Hier werden bald Kartoffeln geerntet. So, da war die Ernte wieder fertig. Kommen sie gleich an und holen alles. So, du kannst keine Bäume mehr abbauen. Das heißt, ich werde jetzt... Die alle... Oh. Die alle abbauen lassen. Der fährt jetzt dorthin und nimmt seine beiden Kumpanen hier mit. So, der macht das dann so extrem hoch. Und hier wird es halt extrem in die Tiefe gehen.
Nee, ich will das nicht so schräg machen. Ich will das ja hier so. Montage bereit. Wir können mit der Produktion von Konstruktionsteilen beginnen, um mehr Maschinen und Gebäude zu bauen. Ja. Dafür brauche ich ja jetzt Beton. Was ihr jetzt erforscht habt. Warte mal, man könnte hier doch zwischen, genau, mit F auf Ebene umschalten. Das heißt, ich könnte dem erstmal sagen, mache das hier alles zu einer Ebene. Problem ist nur, ich habe noch keinen Bagger. Brauche ich aber noch nicht, weil hier habe ich noch ein bisschen Eisenschrott übrig. Wo habe ich einen. Ach, Beton hole ich von hier her. Damit ich hier schon mal die Konstruktionsteile machen kann. Und Konstruktionsteile sind wahrscheinlich Festmaterial. Also kann ich das dorthin verlagern. Zumindest sehe ich das so. Kann ich Konstruktionsteile einlagern. Falls ich hier dann irgendwann. Genau, hier ist nämlich nur noch eins drin. Ach, die füllen das auch gleich. Okay. Und das nächste, was ich brauche, ist ein Fahrzeugdepot. Kommt dorthin. Baumerntemaschine habe ich. Ich brauche einen kleinen Bagger. Oh. Okay, bis ich den bauen kann, brauche ich Fahrzeugteile, Eisen und Diesel. Fahrzeugteile und Diesel habe ich hier. Eisen lasse ich herstellen. Das heißt, ich kann den sogar schon bauen. Ah, da steht sogar, welche Produkte unterstützt werden. Dann kann ich sogar sagen, ich möchte hier gern Stücklager bauen für Holz, falls das so funktioniert. Oder warte mal, abreißen ist mit entfernen. Der hat keinen Ausgang dafür. Na gut. Ah, und das bedeutet wahrscheinlich, dass das Ding, ja, voll ist. Wartungsdepot wandelt Produkte in Wartung um, welche an alle Maschinen, Gebäude und Fahrzeuge verteilt wird, die diese benötigen. Wichtig, wenn nicht genügend Wartungseinheiten vorhanden sind, können Fahrzeuge und Maschinen vorübergehend ausfallen. Hat das einen Bereich oder fahren die das Ding selber an? Ja, dann würde ich erstmal hier eins hinsetzen.
damit das dann versorgt werden kann. Aber wie das gebaut wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Dort kümmern wir uns dann auch um unseren Regenwassersammler. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und schreibt mir eure Ideen, was ihr vielleicht sogar gerne in dem Spiel sehen würdet. Vielleicht sehen es ja die Entwickler, wer weiß. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und bis dahin, tschüss.